Und da sind wir auch schon wieder mit dem Let's Play von Assassin's Creed 2. Eine Frage, ich habe mich gerade extrem gewundert. Ich war der Meinung, ich habe den Aufnahmeknopf gedrückt, aber anscheinend haben wir... Anscheinend habe ich nicht diese Taste gedrückt. Was heißt, ihr habt jetzt wahrscheinlich nicht gesehen, was ich eben leisten musste. Was auch jetzt ein Problem für mich darstellt, da ich ja wie gesagt das Ganze nicht wegmachen kann, also nochmal wiederholen kann, weil das Problem ist ja, das Spiel hat ein Autosave. Den Autosave konnte ich diesmal nicht unterbrechen, weil ich es leider erst danach bemerkt habe. Das ist jetzt natürlich extrem scheiße, weil ich diese Sequenzen eigentlich somit auch am geilsten an dem Spiel finde. Aber damit müsst ihr, glaube ich, jetzt leben, wenn ich es so sage. Ich würde sagen, wir haben die jetzt... Du hast dir nichts verloren. Okay. Ich würde sagen, wir haben jetzt das Siegel. Ich glaube, soweit ich weiß, haben wir hier gar kein Siegel mehr. Oh, das ist auf jeden Fall sehr, sehr eintönig. Ich glaube, wir haben hier auch kein weiteres Ziel, außer jetzt in die Toskana uns zu begeben. Nach Florenz. Ich hab's heute noch. Ja, und ihr so? Ich bin nicht paranoid, nein. Ich rede nicht die ganze Zeit mit mir selber. Oh, Black Beauty. Egal. Wir nehmen uns hier den Schimmel. Black Beauty, nochmal. Hey. Wir reiten zurück nach Florenz. Akzeptieren. Oh Gott. Oh. Du willst auf die Karte lunsen. Ja, ist richtig. Oder kommen wir jetzt ins Vorland? Moment, ich muss mal gerade überlegen. Irgendwie reitet er gerade nicht so, wie ich will. Habt ihr auch so das Gefühl? Das ist ja scheiße. Ist mir noch nie passiert, dass ich vergessen habe, die Aufnahmetaste zu drücken. Oh Mann. In die Berge. Oh nein, bitte keine Sequenz. Sonst beende ich den Part nämlich vorher. Achso, wir müssen doch jetzt Leonardo verfolgen, oder? Ich wette, ich irre mich, aber einfach mal ins Blaue raten. Wir müssen doch jetzt Leonardo verfolgen. Tatsache. Wie lange geht der Part noch? Muss man eben schnell auf meine Uhr linsen. Puh, 6 Minuten. Schaffen wir sowieso nicht, also von da aus rein da. Nee, das war falsche Taste. Leonardo! Ezio, so ein Glück! Ich habe hier ein kleines Problem. Mal sehen, ob ich helfen kann. Ich weiß, wie man es repariert hat, aber nicht die Kraft. Könntest du den Wagen anheben? Klar, wir sind der Hulk. Wusstest du noch nicht? Was ist das für ein Ding? Sieht aus wie eine Riesenfledermaus. Nichts, nur eine Idee, an der ich arbeite. Ich konnte sie nicht vergessen. Wofür ist es? Nun, ich sollte nicht darüber sprechen. Ach, zum Teufel. Ich halte das nicht aus. Ezio, ich glaube, ich habe herausgefunden, wie ein Mann fliegt. Komm, ich fahre. Aber ich habe doch noch nie mal gesagt, wohin ich will. Tja, gibt's auch nur einen linearen Gang, Mann. Gang, Mann. Da gibt's ja auch nur einen Weg, Kollege. Weißt du noch nicht? Ist auch ganz praktisch. Wir werden auch gleich verfolgt. Also, ich bin... Romagna-Ausflug. Leonardos Kutsche nach Venedig fahren. Also, es ist gar kein Problem. Ja, wir werden direkt gleich verfolgt. Ich habe meine Freunde mitgebracht. Vielleicht interessiert's dich. So eine schöne Stadt. So viele Inspirationsquellen. Ponte del Rialto, Piazza San Marco, La Senale. Was ist? Wir sind nicht allein. Guck, da sind sie schon. Was geht hier vor? Wer sind die? Rodrigo Borgias Männer. Warum? Was wollen sie von uns? Ich denke, sie wollen unseren Tod. Leonardo, versteck! Ich glaube, die wollen eigentlich nur Karten spielen.
aufzuklettern. Wirf sie wieder ab! Jemand ist oben drauf! Fahr in die Kurven, um ihn abzuwerfen! Und tschüss! Ich drück ja! Was? Stimmt ja. Klar, ich drück natürlich die falsche Taste. Oh mein Gott, ich faile heute ja nur. Was ist mit mir los, Leute? Schlag mich. Gibt's doch nicht. Ich mach heute irgendwie nur Fehler. Ich vergesse die Aufnahmetasten zu drücken. Ich faile bei der Mission! Holy. Ja, ich bin besoffen. Pass auf, lass die Kutsche nicht kippen. Aber der Mann war tot. Der war tot. Gut, Leonardo auch. Damit ist die ganze menschliche Erfindung, was das Flugzeug anbelangt, über die Jordan, ist tot. Tut mir leid. Ja. Alle Wissenschaftler der Welt können sich bei mir bedanken. Ich habe Leonardo da Vinci umgebracht. Voll schwer, ich muss sie ausbalancieren, aber gleichzeitig auch scharfe Kurven fahren. Aber an Bäumen können wir nicht lang rasen. Ach was. Du, die Brücke brennt. Schön. Oh, die Kutsche darf nicht kippen. Oh, voll durchs Feuer. Oh, schon wieder voll durchs Feuer. Wie soll man denn die Kutsche... Oh, gekonnt ausgewichen, würde ich sagen. Und... Das ist der Wahnsinn, wie der geflogen ist. Wie steht Geronimo, würde ich jetzt sagen. Hallo? 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 Ah, ich wollte gerade sagen, nicht schon wieder. Ich weiß leider nicht, welche Taste das ist. Scheiße. Oh, ich hasse Quicktime-Events. Stirb! Hui! Heureka! Los, Leonardo! Sie wollen mich, nicht dich! Ich treffe dich später wieder! Ja. Hui, da seid ihr alle! Kommt ihr zum Spielen? Das ist aber nett von euch! Du gehörst mir! So, Nummer 1 hatten wir schon mal. Da steht natürlich auch irgendwo im Gebirge einfach so ein Penner mit so einer riesen Axt.
Und so einer mit total krassen Rüstung interessiert auch keinen. Wenn der uns einmal angreift, sind wir Matsch. Zum Glück sind wir ja extrem sportlich. Achso, jetzt gehen die auch noch auf sich selbst los. Sehr geil. So können wir ihn vielleicht umbringen, wollte ich doch direkt sagen. Na Mensch, der Kampf läuft ja mal sauber, ohne irgendwelche Verluste. So muss das, aua, so muss das immer sein, wollte ich direkt... Jawohl! Und der Part ist auch schon wieder vorbei und dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Part. Ciao!